Thorsten. Keine Geheimnisse, meine ich. Wei, wei, wei. Das ist schlimm, ey. Gerade wenn man so sagt, ey, bitte, erzähl das kein. Okay, gut. Ich für mich mal. Ach, geil. Aber irgendwie ist dann auch geil, ich meine, so Sachen, wenn die sich dann auch, ne, also ich meine, dann kann man auch wirklich in allem Negativen kann man ja, also allem, was so böse und irgendwie, da kann man ja dann auch, so aus der Dunkelheit kann man ja auf jeden Fall sehr viel positiv, und ne, man kann die Dinge auch positiv sehen. Umwandeln, ja. Ja, so, weißt du? Kannst auch was Gutes finden, ja. Deswegen, ey, guck mal, für mich ist doch auch nicht so, ey, ich hab den versucht, das zu sagen, Digga, hier diesen Yusuf vorhin, so, weißt du? Ist doch, Digga, gestern hast du übertrieben. Hat er? Aber wie? Ach, egal. Aber also einfach so komplett übertrieben. Und dann heute so, lass uns Rehe machen, weißt du so? Okay, kein Problem. Und dann geht's weiter halt. So, man denkt sich so, Diggi, ernsthaft? Ja, die sehen jetzt bei dir, dass du jetzt immer mehr die Charts hochkletterst bei TikTok. Jetzt wollen sie bei dir natürlich auch essen kommen, ne? So vampirmäßig. Energie saugen und so. Ja, ist krass. Du bist da nicht abgebrüht, aber du hast ja deine, sag mal, du hast deine genaue Anschauung der Dinge und das kannst ja auch so aussprechen. Ja. Hab mich da auch nicht weg. Ich will das auch teilweise aber noch nicht so wahrhaben, Alter, weil. Ey, und dann muss, also ich will auch, guck mal, man darf ja mit denen auch dann nicht so reden, guck mal, weil die dürfen, also, was heißt die, so, weißt du, das hört sich auch wieder so an. Die Bösen, die vom Mond! Ey, aber ist ja so. Also, die machen das ja auch auf ihre Art und Weise. Aber wenige, die nennen sich alles, Alter, alles, ja. Was es gibt, die machen jedes Idee. Ja. Ey, vor ungefähr einem vor einem Jahr fing das an über die deutsche, über diesen Hip-Hop-Journalismus, der keiner ist, Deutschrap-Journalismus, ja. Kam dann so, dann wurde so verbreitet, Zitat Jürgen Klopp, die Jugend redet darüber wegen ihren älteren Brüdern, die dann sagen so, wir, ne, so, dass man auf die Toten abgeht. Ich kann es nicht sagen, weil, ne, also, so Sachen so, wenn man auf Tote geht. Das war vor anderthalb Jahren, wurde es auf einmal so zum Thema, ich will, dass du, ne, also, wenn jemand anders möchte, dass du innerlich stirbst, vor Neid stirbst und dann auch noch so, wenn Manuelsen dann so Sachen gesagt hat, wie so, Zitat Manuelsen, er nimmt die Schwester von irgendjemand auf dem Rücken von seinem Vater. Ah ja, okay. Ist das so, Digga, was sagst du da? Schon hart. Oder ich grab deine Verwandten aus. Digga, was sagst du da, yo? Toten und so auf. Was sagst du da? Das mochtest du mir auch mal gesagt. Ich scheiße mal deine Toten und so. Ich so, hä? Was so, was sagst du da? Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Ja. Da redest du von Energien, die du dir ins Haus holst. Tschüss, Alter. Ich meine, gut, das ist meine subjektive Anschauung der Dinge. Aber wenn man sich so ein bisschen damit befasst, ist so, Digga, was machst du da? Diese Dämonen, die darf man gar nicht so. Das Ding ist, die werden ihren Dämonen Spaß und ihre Scheiße sowieso machen, weißt du? Da kannst du nicht machen. Die musst du einfach nur genau mit derselben Sprache. Oder es einfach wirklich komplett ignorieren, weil denen zu helfen oder so Licht oder Liebe geben oder ist nicht. Ich will gar nicht in denen und wir reden, aber ich meine eben der kleine Fetti da. Nichts gegen. Zitat Jürgen Klopp hat gestern bei Planet Radio gemeint, der kleine Fetti da. Ich sag sowas nicht. Das ist ein Zitat von Jürgen Klopp. Der ist so heftig, der Typ. Aber der fängt davon an, seid ihr jetzt die Amerika-Fraktion? Dicke, du hast eben gerade noch 50 Cent gehört und dir das Kiffgras reingetrieben, Alter. Ganz vom anderen Stern, Alter. Geklautes Zeug da mit irgendwelchen genmanipulierten Kiffgras. Servus. Ja. Ne, irgendwo aus dem Reagenzglas in Holland, irgendwo unterirdisch, Alter. Wo sie aus so extraterrestrischen Genen so. Ich nehme jetzt dieses neue Kiffgras und werde diesen außerirdischen Spermien in dieses Kiffgras reinspritzen und alle, die dieses Kiffgras zu sich nehmen. Dieses Kiffgras. Sie werden denken, es ist Moos, aber
Es wird alles verändern. Das außerirdische Kiffgras. Diggi, und dann reden so Zitat Jürgen Klopp, reden dann so Fettis. Oh mein Gott. Irgendwas davon. Ich bin selber, guck mal, ohne Scheiß. Ich bin, in mir wohnt ein sehr, sehr dicker Mann. Wirklich. Nee, also wirklich nichts gegen Korpulente, aber wenn dann so jemand an, der hustet. Ich würde jedes Mal, wenn ich dem, guck mal, du kriegst die auch angezeigt auf deiner Preview-Page, ne? Die sind einfach da dann einfach. Dann sitzt er da. Ich kiff gerade. Und dann denkt man sich so, Dicky, hör auf, es ist besser, jetzt ist Zeit aufzuhören, Dicky. Gib dir das Zeug intravenös oder koch dir das runter, machst dir auf eine Pizza irgendwie, aber es ist Zeit, das Kiffgras liegen zu lassen. Das tut dir nicht CBD, gut, Alter. Bro, CBD. Damn, bro. Smoke that good CBD. Von mir aus Delta 8. Es gibt Delta 8 schon mittlerweile. Ich habe Delta so. Delta 12 gibt's auch. Ich muss wissen, wo ihr es herbekommt. Unbearbeitet und alles. CBD, yo, that's the future. All this other shit ain't. Und soll er doch. Ihr kriegst die Chance. Okay. Ihr kriegst die Chance. Ah, Störung, dies, das. Ich meine, klar, ne? Guck mal, ich hab das Zeug auch mal gekifft, so, aber. Ich will, ist was für was anderes, so. Das kann man mal am anderen Tag machen. Ich verteufel das gar nicht so jetzt zwingend. Aber wenn es so. Wenn du dann so redest. Seid jetzt die Ami-Fraktion oder was? Wenn irgendjemand. Warte mal, ich muss das hier. Wenn Walla Bila, ihr seid jetzt die Ami-Fraktion oder was? du raus Crack im Park in Frankfurt. Und vorher noch so, ich bin dein Fan, ich liebe dich. So, Sticker, was jetzt? Rauche ich Crack am Bahnhof oder du bist mein Fan oder was? Du liebst mich. Aber ich merke schon. Du bist fanatisch nach mir? Ach so. Ja, niemand in meinem Leben darf fanatischer nach mir sein als ich selber. Das heißt, es kann nur einen geben, wie bei Highlander, mich. Was für Fan, so, weißt du? Und dann, du liebst mich, aber im nächsten Satz so, du sitzt auf der Couch, auf der Bank und raus, Crack, J-Love. So, Digga, what the fuck? Batman. Lord. All I know is I'ma have so much fun here. It's echt and I'm gonna get some money. Wow. Yes, get that guap. That's what I'm saying. Teach me how to get some money on this bitch, though, man. It's easy. Come on, in my matches, oder was? Ja, guck mal, deswegen hat er auch der vorhin gesagt, so, hey, du willst Fame auf meinen Nacken, Dicker. Was? Ja, das sagen die alle, ich weiß, auf deinen Nacken, ist klar. Nein, ich will Aufmerksamkeit, Wertschätzung, will doch jeder. Ja, weißt du, auch jeder haben, deswegen ist diese App erfunden worden. Diese Idioten, die immer denken, dass sie Fame sind und dass man von denen was abgreifen will, kapieren nicht, dass du das nicht sagen kannst. Weil die Leute, die dich, guck mal, wenn ich komme und dich angreife oder dich lächerlich mache und so, die Leute, die dich feiern, werden mich nicht feiern dafür. Also kriege ich keine Aufmerksamkeit. Es passiert damit nichts. Nein, die wollen das ja dann auch sehen. Die wollen ja den Austausch sehen. Aber du bist dann halt einfach ein Original-Berliner. So, und dann kommst du mit Dingern so aus dem Hintergrund, die dann nicht hören wollen. Ich würde es nochmal probieren. Vielleicht soll ich den nochmal kurz reinholen? Hast du mich auch Coach? What? Ja, go ahead. Sure. Ich weiß nicht, aber... Nee, der ist gerade offline. Der guckt sich gerade an so. Okay. Die schauen uns gerade an und sagen, oh, krass. Der Nigga hat so diese Schwarzen. Die Amerika-Fraktion. Nein, ey, Coach Frankie, der hat gestern eine krasse Ansage an diesen Sinan und Arafat und alle gemacht. Ach, so, tschüss. Mit der Teufel, der Satan. I'm like, yo, that's fame abgreifen. That's somebody who want the fame. Ja, aber die Brille, die er trägt, nur in besser, habe ich schon vor 20 Jahren getragen. Der hat bei dir im Gym trainiert. Obeku? Abeku? Ah, okay. Okay. Hat er wohl trainiert auch. Ah, okay, okay. Ach, das kennt auch die Tschetschenen und so, gotcha. Ganz kurz, tut mir leid. Wait. Ich wusste kurz, ich so, tut mir leid, ey, es muss doch raus. Das. Ich hab Bodensuppe, Bro. Ciao, Bro. Bro. I know how I feel, Bro. Manchmal kommt es mit Kakao. Tempas überall im Store. Scheiße, Bro. Mein Lil One, der hat auch eine Marke. I be like, yo, der weiß schon, wer sein Vater ist, ne? Digga. Nee, aber ich hab den Frank, den hatte ich gleich am Anfang irgendwann drin. Der war so unsympathisch. Mhm. Da kam der rein irgendwie. Ich kann ihn gar nicht nach. Ich müsste mir den öfter anhören.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab den. Mit diesem Hamburger Platz so. Der ist ja Afghane, ne? Ach, ist er? Das ist das Einzige, was ich an ihm feiere halt. So, weißt okay. Du? Aber. Was ist der denn? Okay, gotcha. Boss Deluxe, subscribe.